Volleyball habe ich in der Schule damals eigentlich immer ganz gerne gespielt. Die Strandvariante ist vielleicht, nicht zuletzt wegen der leichten Bekleidung der Sportler, sogar noch populärer. Also, höchste Zeit, die Sportart mal auf Nintendos grauen Handheld zu portieren. Gelingt dieses? Was taugt World Beach Volley 1992 GB Cup für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Graphic Research programmiert und, wie der Name es schon andeutet, war 1992 von der Taito Corporation veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher und trägt dort dann die entsprechende Jahreszahl auch im Namen. Eine geplante Veröffentlichung in Nordamerika wurde gestrichen. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr euch erst einmal euer Spielvergnügen mit einigen Optionen nach euren Vorlieben anpassen. Ihr könnt dabei aus zwei verschiedenen Spielmodi auswählen. Einmal den Play-Mode und einmal den Tournament-Mode. Hinter diesen verschiedenen Varianten versteckten sich im Prinzip genau das, was ihr erwartet. Im Play-Modus bestreitet ihr ein einziges Match und im Tournament-Modus kämpft ihr euch gegen immer stärker werdende Gegner. Die Besonderheit ist hier, dass ihr auch alle Spielmodi problemlos mit einem anderen menschlichen Mitspieler bestreiten könnt oder eben den Computer antreten lässt. Wenn ihr dann den Spielmodus ausgewählt habt, könnt ihr noch euer Team zusammenstellen. Es gibt nämlich verschiedene Sportler zur Auswahl, die all ihre Stärken und Schwächen haben. So gibt es natürlich die Allrounder, welche die schneller laufen können oder andere können besser blocken und so weiter. Habt ihr die Auswahl entsprechend getroffen, fängt das Match dann auch an. Ich werde an dieser Stelle nicht allzu sehr auf die Beachvolleyball-Regeln eingehen, aber wenn ihr auch nur eine grobe Grundkenntnis über diesen Sport habt, solltet ihr mit dem Spielablauf klarkommen. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr euren Spieler. Im Gegensatz zu anderen Teamsportarten auf dem Gameboy wie Blades of Steel oder Nintendo World Cup steuert ihr dabei immer nur diesen einen Spieler und könnt nicht in eurem Team durchschalten. Mit einer Taste könnt ihr dann den Ball schlagen. Dieses geschieht denn kontextsensitiv. Sprich, für das Baggern und Schmettern gibt es nur diesen einen Knopf und je nachdem, was gerade logisch ist, wird dieses auch ausgeführt. Mit dem anderen Knopf könnt ihr springen. Das könnt ihr dann nutzen, um mit dem richtigen Timing einen Schmetterschlag des Gegners zu blocken oder eben selbst so einen solchen Schlag anzusetzen. Ansonsten müsst ihr natürlich immer zum Ball rennen und diesen schlagen. Wo der Ball genau hintrifft, zeigt euch dabei zum Glück immer ein Pfeil auf dem Boden. So behaltet ihr in der Regel immer die Übersicht und aufgrund der simplen Steuerung geht das Spiel erstaunlich schnell sehr flott von der Hand und ihr habt sofort Spaß. Euer Fortschritt wird im Turniermodus übrigens auch in der Form eines Passwortes festgehalten. Die Grafik sieht richtig gut aus, das Publikum ist wunderbar animiert, die Punktestände werden immer in einer schönen Ansicht gezeigt und die Animationen sind wunderbar geworden. Nur eine Sache habe ich leider zu meckern, die verschiedenen auswählbaren Charaktere sehen leider auf dem Spielfeld alle relativ gleich aus. Es gibt zwar Unterschiede wie eine andere Mütze, aber da wäre sicherlich mehr gegangen. Dafür passt der Sound jedoch perfekt. Was taugt World Beach Volley 1992 GB Cup für den Game Boy heute noch? Ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch. Volleyball auf den Game Boy? Das soll Spaß machen, aber ich wurde schnell eines Besseren belernt. Durch die einfache Steuerung und der klasse Atmosphäre wurde ich sehr schnell in das Spiel hineingezogen und konnte so schnell gar nicht mehr aufhören. Es ist simpel, aber richtig gut. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu World Beach Volley 1992 GB Cup. Mensch, was für ein Name. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.